Heute kannst du mich und meine Frau beim Jagen begleiten. Willkommen bei Wild auf Wald. Super, Igor. Ja, und vor allem, dass es so bald. Ein Regentag, der dritte Jagdtag auf diesen Rehbock. Mitte Juni ist es schon geworden. Ab Anfang Juni wurde dieser Bock bejagt und es soll ein bestimmter sein. Wir kennen diesen Bock von der Winterfütterung. Ein lauscher, hoher Abschussbock, ein Sechser. Ein Rehkitz ganz alleine, mitten in der Wiese, wurde hoch. Willkommene Abwechslung. Und die Zeit streicht dahin. Und da, der Bock. Ist er es oder ist er es nicht? Bin mir unsicher. Vielleicht kommt er noch einmal heraus. Nein. Geiß. Und was kommt da? Nein. Kitz. Nein, das ist nicht der Bock. Das letzte Büchsenlicht. Kommt er noch? Kommt er nicht mehr? Zieht er aus? Nein, eine Rehgeiß. Ein neuer Ansitz, ein neues Glück. Letzter Anblick. Vom Rehbock ist schon sehr lange aus. Wir waren sich gar nicht mehr sicher, ist er da, ist er nicht da. Wieder am gleichen Sitz, ein langsames Anpirschen. Pirschzeichen deuten schon auf einen Rehbock hin, aber ist es der Gesuchte? Besonderer Vorzug dieses Platzes ist, man kann aufbäumen und trotzdem sind schon die Rehe da, weil man schön gedeckt auf die Leiter klettert. Banges Warten, kommt der Gesuchte. Kitze ziehen alleine und jetzt in der beginnenden Brunft, es ist doch schon der 17., 18. Juni, es ist ein gutes Zeichen, wenn die Kitze alleine stehen. Den Wind prüfend warten wir auf den Gesuchten. Eine Katze sucht ihr das frisch gemähte nach Mäusen ab. Plötzlich wieder Anblick. Doch eine Rehgeiß. Aber möglicherweise folgt der Bock, der Geiß. Spannend wurde es, als die Kitze nervös wurden. Wir spekulierten, ist es der Altbock? Ist es ein Fuchs? Meistens ist es ein untrügliches Zeichen, dass sich was tut. Plötzlich rührt sich etwas. Man sieht nur die Stangen, ein Haupt. Ist er es oder ist er es nicht? Ja, ja, er müsste es sein. Mein Herz klopft. Ich nehme mein Gewehr in die Hand.
Entfernung ist sehr weit. Mit absoluter Sicherheit können wir sagen, es ist der Gesuchte. In der beginnenden Prompt versuche ich ihn noch mit Fieblauten zu bremsen. Kommt er nochmal aus dem Wald? Die Spannung erdrückt uns beide. Doch auf die Fieblaute kommt nur ein Jährling, ein Neugieriger. Und der gesuchte Rehbock ist weg. Auch dieses Mal müssen wir leider ohne Erfolg nach Hause. Trotz des grandiosen Anblickes hoffen wir auf das nächste Mal. Neuer Tag, neues Glück. Wir entschließen uns in der beginnenden Rehprompt. Es ist mittlerweile der 20., 21. Juli, es mit dem Ruf auf den Bock zu versuchen. Wir haben uns einen perfekten Stand ausgesucht. Das Stangenholz können wir immer wieder windprüfend anpirschen. Wo wir den Bock vermuten im Einstand, haben wir daneben diesen grandiosen Blattstand. Der Wind müsste perfekt passen. Wenn wir die Möglichkeit haben, dann könnte er uns heute hier begegnen. Könnte da etwas sein? Eine Bewegung. Ein leises Geräusch. Ach, da ist er. Er ist aber gar nicht verdickt. Er ruft genau zu uns her. Weg. Probieren wir es am Hochsitz. Er dürfte uns gehabt haben, er ist abgesprungen. Ja, wir haben uns dazu entschlossen, das Stangenholz zu umschlagen und wieder auf diesen Hochsitz zu gehen, wo wir in den letzten Tagen ihn schon im Anblick hatten. Perfekt gedeckt im Ahornkleid klettern wir auf den Sitz. Zwei Stücke sind schon ausgezogen. Mit dem Spektiv überprüfe ich sofort, ja, er ist es. Thank you.
auf 150 Meter im Feuer liegt der Bock. Ich bin wirklich durch, dass er zuerst irgendwo anders ankommt. Super, die Freude ist riesengroß. Der Gesuchte liegt. Mit den Brüchen erweisen wir dem Stück die letzten Ehre. Du findest jetzt rechts einen Film. Da erfährst du mehr zu Brüchen. Wir möchten uns mit einem kräftigen Weibmannsheil bei dir bedanken, dass du uns bei diesen Tagen begleitet hast. Weibmannsheil.